Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4, wo hier gerade richtig die Party abgeht. In unserer Family. Und wo ist mein Gina? Ach hier, oh Gott. Manchmal sieht man den Sim vor lauter Bäumen. Ja, das passt jetzt gerade gar nicht. Will ich mal einer von euch hier irgendwas basteln? Hier, Marvin. Als Senkrechtstarter experimentieren ein bisschen. Wäre doch mal was. Könnte doch mal machen. So. Das haben wir schon lange nicht mehr hier aktiv gemacht. Das letzte Mal, wo das jemand versucht hat. Ja, nee, das vorletzte Mal, wo das jemand versucht hat, da hat Gina den Tisch in Flammen aufgehen lassen. Und mit meinem nächsten Experiment zeige ich, wie man aus nichts etwas zum Brennen bringt. Regina sagt, pass lieber auf. Aber Steven macht hier richtig, bringt hier richtig Schwung in die Bude. So, hier, ihr könntet mal ein bisschen in den Whirlpool einsteigen. Wie wär's? So, oh, Noemi hat was gespendet. Reinsteigen. Gina. Nach Techtelmechtel fragen. Spritzen. Das kann man alles hier drin machen, ne? So. Die beiden müssen sich einfach wieder näher kommen. Und die sind so süß zusammen. Können die hier nicht auch irgendwie kuscheln? Oh, das Whirlpool verscheuchen. Oh nö, jetzt kommt Emi rein. Ah, really? Immer diese Mütter. Immer diese Mütter. Oh, das scheint nicht so ganz klar zu gehen. Was ist eigentlich mit Hendrik? Wo ist der eigentlich gerade? Was macht der gerade und was können wir mit ihm? Wow. 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 Was hat denn der für einen Hintern bekommen und für einen krassen Bauch? Aber der ist gut trainiert. Der ist nicht so ultra trainiert wie Sergio, weil Sergio ist mir zu trainiert. Das gefällt mir nicht. Spielen mit. Okay, spielen ist erlaubt. Wir haben hier aber immer noch die Aufgabe in den großartigen Fängen. Und er müsste Videospiele programmieren. Oh nein, er ist krank. Oje, oje. Nee, bestell dir erstmal was. Bestell dir erstmal Medizin. Bestellung, Medizin. So. Und die nimmst du jetzt und dann programmierst du. Programmieren. Weiter Videospiel programmieren. So. Ach nee, er muss ja wieder spielen. Stimmt, ja. Er ist ja gar kein Hacker oder Programmierer. Spiel spielen. Spiel mal Zuflucht. So. Und was ist hier? Emi stört weiter. Heieieiei. Was wollte ich nochmal machen? Ich wollte doch mit Sergio auch mal irgendwie. Ach ja, genau. Ich weiß ja, was ich machen wollte. Er sollte doch weiter mal an seiner Rakete hier basteln. Und eine letzte Beförderung wäre auch ganz nice. Dafür müsste er aber ein Gemälde anfertigen. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt gerade erstmal. Das machen wir jetzt gerade erstmal. Wir haben schon Ewigkeiten hier nichts mehr für seinen Job getan. Was möchte er noch? Er möchte sich etwas wünschen, weil er ehrgeizig ist. Und Steven mal in Hausaufgaben helfen. Wow, hier ganz der pa ganz ein toller Papa hier. Level 3 der Mentalfähigkeit erreicht hat Marvin. Er ist auf dem besten Weg, ein Gelehrter zu werden. Das ist vielleicht ein bisschen früh, das zu sagen.
Oh, die Hausaufgaben muss er auch noch machen. So, dann mach du die auch mal noch. Das Bild braucht, glaube ich, gar nicht mehr so lange, bis es fertig ist. Dann müssen wir noch mal anders, müssen wir noch mal Neues anfangen. Oho, ein Meisterwerk. Warte mal, Gina. Wenn sie das jetzt an die Kunstgalerie verkauft. Oder wenn wir es ihr hier, ja. Genau, das ist nämlich super hier für ihr Bestreben. Das ist gar nicht mehr so viel, was sie da erreichen muss. Und dann hat sie nämlich das schon fertig und bekommt auch Zinsen. Das ist dann wieder super, wenn die beiden ausziehen. Mach ein selbstsicheres Gemälde draus. Was hat ein Steven? Der hat auch herrlich reich, ne? Aber dem fehlt noch deutlich mehr, ja. Er hat seine Hausaufgaben auf dem Tisch liegen. So. Es haben jetzt auch schon ein paar geschrieben, dass ich in der Familie bitte erstmal nicht mehr spielen soll, wenn Gina und Steven ausziehen. Ich persönlich, mir ist sie halt auch irgendwie zu groß. Mir ist sie einfach schlicht und ergreifend ein bisschen zu groß. Es ist nicht so meins, mit so großen Familien zu spielen. Wenn dann irgendwann mal Tiere reinkommen, dann macht es mir nichts aus, viele Tiere zu haben. Weil die sind halt immer irgendwie auch so dabei. Aber mit so vielen Sims zu spielen, das ist nicht so ganz meins. Das ist ein bisschen zu viel geworden. Du sollst es nicht in die Luft jagen hier. Wie wäre es aber, wenn du selber merkst, okay, ich sollte jetzt gleich mal aufs Klo gehen. Emi freut sich, sie hat ihr Geschäft verrichtet. Mach doch mal was zu essen, was besonders tolles. Was könnten wir denn mal für ein Gourmet-Menü essen? Tofu-Hähnchen Saltimbocca. Krabbencocktail. Lachs in Kräuterkruste ist auch... Moah, sieht richtig gut aus. Sim-City-Käsekuchen. Wir machen den Lachs. In Partygröße. Wir müssen hier alle satt werden. Ja, hier, wir haben schon eine dauerhafte Party am Start, ja? So. Jannik ist mit den Hausaufgaben fertig. Honkas? Was ist Honkas? Komm, 75% erledigt. Er muss halt auch echt nur noch 3 Tage die Woche arbeiten. Ach, das gibt's doch nicht. So, das verkaufen wir auch wieder. Wie, was, wo, Feuer? Marvin? Nein, der war schon mit den Hausaufgaben beschäftigt. Emi! Wie wär's mit Löschen? Na, supi. Okay, anscheinend ist sie noch nicht so ganz gemacht für diese Art Essen. Aber ich möchte, dass sie das macht. Ersetzen und ersetzen. Super, und jetzt macht Sergio Essen oder was? Nein, er nimmt sich ein Gericht. Gourmet-Menü zubereiten. Immer noch Lachs und Kräuterkruste in Partygröße. Komm, das schaffst du. Ich glaube an dich. Gott, sie ist auch krank. Warum sind bei mir alle Sims krank? Das geht auch nicht. Stopp, sie geht erstmal ins Bad. Und dann bestellt sie sich Medizin. Warum ist sie jetzt auf einmal kokett? Was zur Hölle? Instacat. Wo haben wir denn das in Medizin? Sie hat so viel Zeugs im Inventar. Nein, nicht in Welt platzieren. Stopp! Nein! Medizin nehmen. So.
Hat er denn die Hausaufgaben jetzt fertig oder hat sie liegen lassen? Wie wär's, wenn du mal aufs Klo gehst, wenn du schon davor stehst, du Stratege? Mensch, Mensch, Mensch. Aha, Level 6 der Feinschmecker Kochfähigkeit erreicht. Was kann sie zubereiten? Lammkarree? Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was das ist. Ich fühle mich gerade... Naja, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Ich weiß es nicht. Ich bin absolut gefühlstot. Nein. Er möchte einen Karaoke-Auftritt ansehen. Dann könnte doch Gina mal singen. Oh, das Lied ist schön. So, hallo? Solo singen und dann kann er sich das angucken. Hören. Gucken, hören. Da kommt er schon angestiefelt. Na los, Gina, hopp, hopp, wo bist du? Oh, dieser Spiegeltisch, der ist so Hammer. Du wolltest dir doch Karaoke angucken. Die kannst du noch nicht so toll singen, aber... Oh Mann, danach könnt ihr vielleicht hier gemeinsam entspannen oder so. Machen wir jetzt hier mal gerade eben fix durch. So, hier entspannt mal gemeinsam. Oh Gott, das sieht aus wie ein Custom Haaren. Sie ist auch krank. Das gibt's doch nicht. Planen, ein Lama an den Arbeitsplatz zu locken. Mit Steven entspannen. Ah, die beiden. Die sind so süß zusammen. Wie sieht das jetzt aus, Wendy? Achso. Plaudert mit Cleo und Steven. Kommt jetzt Cleo auch schon wieder angedackelt? Sag mal, können die Eltern die beiden nicht mal in Ruhe lassen hier? Es ist hell. Unmöglich. Nee, Cleo ist doch eigentlich nur am Essen. Ich müsste mal ein bisschen entspannen, ein bisschen Spaß haben. Na ja, gut. Jetzt sind wir wieder nicht dazu gekommen, hier mal an der Rakete weiter zu basteln. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Wie lange haben die beiden jetzt noch bis zu ihrem Geburtstag? Noch 4 Tage. Ja, das sollten wir doch eigentlich noch hinbekommen. Okay, ihr Lieben, ich würde aber fast sagen, ich verabschiede mich für heute erstmal wieder. Mal schauen, wie es dann morgen weitergeht bei Ocean, Aiden und Lia. Da waren jetzt die letzten Tage relativ easy going. Vielleicht könnten wir nochmal mit den beiden einen Arbeitstag verbringen. Ocean müsste dann auch bald Geburtstag haben. Schauen wir einfach mal. Ich verabschiede mich auf jeden Fall für heute von euch. Momentan läuft das alles so ein bisschen, plätschert es so vor sich hin. Aber wenn jetzt demnächst die Geburtstage ranrücken, dann wird es definitiv nochmal deutlich spannender. Also dann, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!